Wann immer die Gefahr eines weltweiten Monopols entsteht, müssen wir Europäer handeln. Und mit Airbus haben wir erfolgreich gehandelt. Es ist eine Erfolgsstory, die Airbus in den letzten 50 Jahren geschrieben hat. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Flugzeug von Airbus bestellt wird, anstatt von den Amerikanern. Und wenn dann noch unsere Karositze aus Schwäbisch Hall in meinem Wahlkreis eingebaut werden, bin ich besonders happy.